Fortsetzungsgeschichte. Die mag ich ganz gern, weil die handelt auch nicht von Menschen, sondern von einer Maus. Die können das nämlich auch ganz toll. Es war mal wieder so ein Tag, wie ich's an sich ganz gerne mag, wo ich mich nur zu Haus verbarg und faul auf meinem Sofa lag. Ich schreckte mich so richtig aus, da sehe ich plötzlich eine Maus. Die ist zwar klein, doch voll gemein, die zieht hier ein, das darf nicht sein. Ich brauche keine Hausbesetzermaus, nicht in meinem schicken Haus, ich jage sie am besten raus. Nach ein paar Tagen war mir klar, dass die Maus geblieben war. Ich sah sie öfters hier und da, krümmte ihr jedoch kein Haar. Naja, dachte ich, sie wohnt hier halt, draußen ist vielleicht zu kalt. So handelt sie ja ganz direkt und nimmt sich alles, was ihr schmeckt. Sie ist gekommen, um zu bleiben, würde ich sie jetzt vertreiben, wär ich auch so ein Bullenstaat mit Repressionenapparat. Zu hart ist nicht meine Art, versteh die Maus ja ganz privat. So warf ich sie erstmal nicht raus und sprach ihr eine Duldung aus. Es war einmal eine autonome Maus, sie besetzte einst mein Haus, ich bekam sie nicht mehr raus. So nahm sie sich einen freien Raum, unter der Couch, den brauch ich kaum. Ein Traum für so ein Mäuseleben, Frieden, Freiheit, Freiraum geben. Kurze Zeit, die ging so drauf, da kam mir der Staatsmann auf, wollte nicht mehr den Mäusepunk und in der Wohnung den Gestank. So kam der Zank, nahm sie kaum, erstmal nur Gespräche auf. Und ich als Staat verstehe sich auf, ich forderte, was ich nicht brauch, den Raum unter der Couch zurück und damit all das Mäuseglück. Auch war ich ziemlich aufgeweckt und bot ihr ein Ersatzobjekt. Es war einmal eine autonome Maus, sie besetzte einst mein Haus, ich bekam sie nicht mehr raus. Wenn ihr auch autonome Mäuse kennt, dann könnt ihr euch ja denken, was sie dazu gesagt hat. Die Maus ging darauf gar nicht ein, mein Gartenloch war ihr zu klein. Das kann nicht sein, ihr seht, es war die Schuld von ihr, dass nichts geschah, dass sie bei mir nicht wohnen kann, die Verhandlungen gescheitert waren. Irgendwann blieb keine Wahl, ich reagierte echt brutal. Tat mir dann schon etwas leid, doch wurde es für die Räumung Zeit. Ein Häuserfight bei mir geschah, wo ich nun selbst der Bulle war. Ich griff nur nach der Maus und trieb sie aus der Ecke raus. Bekam sie endlich doch zu fassen, um sie im Garten freizulassen. Es war einmal eine autonome Maus, sie besetzte einst mein Haus, ich dreck Bulle warf sie raus. Es war einmal eine autonome Maus, sie besetzte einst mein Haus, ich dreck Bulle warf sie raus. Im Nachhinein denk ich bei mir, die Maus war doch ein cooles Tier. Ich hoffe nur, sie bleibt dabei und lebt für immer wild und frei. Ich denk dabei, sie macht es gut, uns fehlt halt doch der Mäusemut. Wenn wir doch alle so wie sie, dann gibt es Mäuseanarchie. Dann sind wir wie die autonome Maus und besetzen jedes Haus. Damit ist die Geschichte aus. Ich würde dich gern was fragen, bist du nicht verliebt?
du sagst, dass es darauf keine Antwort gibt. Ein Herz besteht nicht nur aus Liebe oder nicht. Du beißt mir in die Nase, du schaust mir ins Gesicht. Es gibt unendlich viele oder vielleicht mehr, Milliarden von Gefühlen, endlos wie das Meer. So viele wie die Sterne, Menschen macht das Angst, dass du niemals für alle einen Namen nennen kannst. Würde ich gern was fragen, bist du in mich verliebt? Oder was fühlst du für mich, wenn es so vieles gibt? Du beißt mir in den Nacken, streichelst mich verspielt. Ich glaub, dass du das jeder Mensch täglich anders fühlt. Vielleicht auch jede Stunde, jeden Augenblick ein anderes Gefühl von Schmerz oder Glück. Meine mit dir sind meistens schön, alles andere ist egal. Ein Moment, ein Gefühl und jedes fühlt sich schön an oder nicht. Mal gewaltig wie ein Meeressturm, mal sanft wie Wellen. Ich würde dich gern was fragen. Nein, sagst du, frage nicht, wie könnte ich dasselbe fühlen für dich wie du für mich. Wir haben zwei Gefühle, nicht gleich, nicht haargenau. Wichtig, dass sie schön sind, nicht eingesperrt und grau. Und wenn deines grad nicht gut ist, können wir drüber reden. Doch ich will nicht klammern, du kannst immer kommen oder gehen.